Moin Leute, damit ihr Bescheid wisst, ich war an dem Abend ein bisschen am Kränkeln, was die Stimme angeht. Ja, deswegen klinge ich, wie ich klinge in der Episode, aber abgesehen von der Stimme war es super produktiv. Viel Spaß. Das Ding ist, ich habe von Therapist eine Fake-Item-Case, die ich abholen kann, weil ich bin Level 35. Das heißt, Private Clinic ist jetzt da und ich habe ja meinen Ledig schon gefunden. There we go. Das Problem ist nur, wie bringe ich diese blöde Box da rein? Ach so. Das ist das Problem. Das hier verbraucht weniger Platz, als wenn ich das so mache. Und so mache. So, haha. Man nennt mich auch Master of Tetris. So. Jetzt kann die ganze Scheiße da rein. Guckt ihr das an. Holy moly, das ist Space. Aber gut, also das Ding ist, Peacekeeper wird heute fertig, denke ich. Das Erste, was wichtig wäre, wäre, ich muss mit einer Suppressed M4 Adar oder TX, und ich habe noch zwei Stück, 10 Scavs töten auf Shoreline. Ja. Dann hätte ich Peacekeeper auf 0,56, Mattermann. Dann könnten wir Revision machen auf Reserve. Und den Panzer finden auf Streets. Das sind drei Missions und dann wäre der fertig. Ja, mir wäre es eigentlich auch egal, wenn halt es nicht mit einer M4 sein müsste, weil von denen habe ich nicht so viele. Warum habe ich Pain Vision? Warum habe ich eine Fraktur? Ich weiß nicht. Ich habe den Account jetzt eine Woche liegen lassen. Ich komme zurück und habe eine Fraktur? Geil. Ich habe... Oh, hallo. Wow. Bist du ins Game getappt? Ja. Bist du aus dem Game getappt oder wieso hast du gerade so gesprayt? Ja, ich bin aus dem Game getappt. Dachte ich mir schon, ich kenne das Problem. Du bist rechts an den Stein entlang, ne? Ich bin im Stash, ja. Okay. Eben, ja, diese Verbindungen und Wechseln und Umsteigen und Warten, dann ist ein Zug, der macht gar nicht, kommt zur Deutschen Bahnstein, ne? Die waren irgendwie hinter uns! Wo denn? Oben am Marsch. Zwei Leute. Ja, ich muss mich kurz heilen. Ich bin tot. Ich habe 6 HP. Ich bin tot. Ah, ich auch gleich. Cooler Start. Der hat halt nicht gehört, ne? Nö. So. Ich warte jetzt kurz, bis mein Charakter die Klappe, dann probiere ich was. Immerhin, ich habe noch 3 Scavs gekillt, dann war die M4 nicht ganz für den Arsch. Ah, das ist schon bitter, ey. Wir spawnen und direkt haben wir welche hinter uns. Ja, vor allem, du hast die halt gar nicht so überhaupt nicht. Aber ey, die müssen ja vom Spawn direkt hochgesprintet sein. Also, weißt du, so... Ja, ja. Also wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Weird. Die hatten richtig Bock, hä? Aber das ist weird. Also die müssten vom Spawn halt wirklich straight zu uns gerannt sein. Natürlich. Anders schaffst du das nicht, die Strecke. In der Zeit. Das hatte ich jetzt noch nie in meinen Stunden. Dass die, weißt du, dass die einen optimalen Resort-Spawn haben, aber sagen, nein, wir rennen lieber hier hoch. Aber vielleicht haben die zwar irgendwie Sniper-Scaff-Mission. Ja, ich kann halt nicht rennen, gar nichts, sonst bin ich dead. Oh mein Gott, hier kann man nicht durch. Willst du mich verarschen? Ja, okay, ich muss einfach rübergehen. Ich kann nicht mal rennen. Ich muss jetzt hier übers Offene rübergehen, weil da eine unsichtbare Mauer ist auf dem Stein. Super, ey. Na, holla die Vibe. Da bin ich ja begeistert. Du machst es, Hans. Ja, jo. Ich dackel jetzt hier ganz gemütlich. Dann außen der Mauer lang. Genieß ein bisschen die Weiten von Shoreline. Ja, das einzige Gute, der dich gekillt hat, hatte eine Vector. Ich glaube nicht, dass er mich auf die Range sucht. Necro, danke für 13 Monate. Ich auf Shoreline kann nur schief gehen? Yes. Ich meine, wir auf Shoreline hat jetzt irgendwie
fast eine Minute geheuert. Deshalb kann er dazu führen. Ah, cool, ich bin einfach so umgefallen. Aber so, pff, mein Charakter so, ach nö, ich bin müde, scheiß drauf. Oh Mann, das war meine beste M4. So, ja gut, eben, ich brauche eigentlich nur Scavs. Was wäre denn da die beste Idee? Ach komm, lass nach unten gehen. Lass wirklich chillen, dass wir schön viele Scavs haben. Ja. Hätte noch Essen mitnehmen sollen, fällt mir jetzt ein. Shit. Wir werden was finden unterwegs. Irgendein Scav was haben. Das ist zu hoffen, ja. Wobei, sobald wir die 10 Kills haben, ist es mir scheißegal. Kannst du mich töten, meine M4 nehmen, meine Leiche schänden, ist mir Wayne. Ja, ich schätze ganz mein Fetisch. Nein. Okay. Dann halt nur töten und die M4 nehmen. Ach stimmt, da kommt ja meine Sachen. Ah nee, ich habe ja eh nie versichert auf dem Account, also. Ja klar, das ist eben Maximus Momon. Der krallt sich das trotzdem. Also muss schon sagen, also ohne Versicherung ist schon hart, weil wenn du überlegst, wie oft ich sterbe im Hardcore, wenn das versichert wäre, hätte ich halt immer genug Gear, ne? Mhm. Aber weil das nicht versichert ist, leide ich halt schon hart. Ist eigentlich das Boss-Event noch an? Weiß das jemand? Ich hoffe nicht. Ich hoffe halt auch nicht, weil sonst sind gewisse Bereiche halt tabu wegen Sanita. Weil die Leute farmen die Bosse ja hart aktuell. Oh geil. Da ist ein Scavy. Oh, der andere hat sich hingelegt. Oh. Ja, dann warte ich kurz, bis der wieder aufsteht, ne? Jojo. Busch. Hätte ich fast schon vergessen, unser erster Raid heute. Gespawnt mit einem Bruch. 10 Meter gelaufen. Von Rip Armor komplett zerschreddert worden. Easy. Schöner, schöner Raid. Oh, läuft wieder. Oh, bewegt sich wieder. Wie war das denn? Also manchmal checke ich das irgendwie nicht. Nett auf mich geschossen, aber ich verstehe nicht, warum ich nicht schon drauf war beim ersten Schuss. Irgendwie weird, I don't know. Weller auf EFT? Ja, weil ich finde es ergänzt sich irgendwie gut, weil in Weller kann ich mein PvP ein bisschen ausleben, das Bedürfnis, mich selber auch zu pushen, besser zu werden. Und halt ja, EFT ist halt mehr so Story-MMO-mäßig für mich. Er ist tot, ja, ist tot. Sehr schön. So dann? Weil ich muss persönlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Buka, für mich persönlich, Valorant, CS, also Valorant oder CS und danach irgendwie EFT ergänzt sich genial. Ich finde, die passen super zusammen. Ja gut, das ist ein bisschen persönliche Präferenz. Ja, ist so Abwechslung, weil beim einen kann ich halt wirklich ballern und das rauslassen, weißt du? Beim einen kann ich mich halt wirklich competitive messen. Also wer schneller, wer besseres Aim, schöneres Movement, besseres Strat. Und Tarkov ist für mich dann die Abwechslung mit halt ein bisschen MMO halt, so storymäßig. Natürlich. Ich mag das, ich finde das ist irgendwie eine chillte Abwechslung. Und das ergänzt sich ganz gut. Also wie gesagt, hast du den Move gesehen von Hunt Showdown? Mit der Währung? Nee. Da war übelst kontrovers. Im Devstream haben sie bekannt gegeben, dass du diese Premium-Währung nicht mehr erspielen kannst in Zukunft. Die kannst du nicht mehr. Okay. Auf Scavy? Das ist ein Scav, ne? Nicht sehen. Die kannst du jetzt nicht mehr erspielen. Das ist nee, die wollen das abschaffen. Das ist jetzt aktuell im Beta-Test, dass diese Premium-Währung nicht mehr erspielen kannst in Hunt Showdown. Und da war der Backlash war übel. Also die Community feiert das gar nicht. Das ist. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich da noch rein will, aber nach dem letzten Mal, wo ich da, ne? Ja, eine halbe Stunde im Raid saß da noch einer, das ist mir irgendwie geblieben, seitdem ich da keinen Bock mehr. Ich geh mal gucken, ob auf der Straße noch einer ist und vielleicht ist beim Checkpoint noch ein Scavy. Weil dann müsste ich es ja eigentlich dann irgendwie schon zusammen haben, oder? Ich meine, jetzt habe ich 6 oder 7. Meine ich. Lendelise. 4 brauche ich noch. Upp, da ist einer. Noch 3? Gut. Wasser, Zero-Getränke. Weil unser Hahnewasser ist leider beschissen. Das schmeckt nicht so geil. Da
Es ist noch lustig, ne? Je nachdem, das Wasser aus dem... oh mein Gott. Vor uns? Ganz Gavi. Na, hören tue ich ihn, aber... Das mit dem Seenteil ist nicht so... Das ist noch lustig, dass das Wasser aus der Leitung schmeckt komplett unterschiedlich, je nachdem, wo du bist. Das ist schon... Es kommt drauf an, wie alt sind die Leitungen. Naja, es gibt so viele Faktoren. Ah, scheiße. Warte, ich brauch die Mosin. Ich hab noch eine Mosin-Mission von dem. Weil ich hab noch die Bolt-Mission, weißt du? Ich brauch die Muni auf jeden Fall. Ah, nein! Das Messer kann ich haben, oder? Weil das brauch ich für eine Kette. Ja, ja, nimm, nimm. Ich brauch schon Essen, nice. Die Pumpe, nimmst du die mit, shit, oder? Ne, die kannst du haben. Ja. Easy, mit dem Spawn direkt. Sniper-Scabbies. Ein bisschen Glück, sind zwei da oben, dann habe ich die Mission. Was machen wir, wenn die nicht da sind? Ehrlich gesagt, dann rennen wir direkt drüber. Weil von der Distanz her kann noch keiner da sein. Halten uns rechts am Zaun, laufen runter, gucken, ob welche auf der Insel sind. Das ist der sicherste Pfad. Was sagen Sie dazu? Sound gut. Das ist ja kein richtiger 7.1 oder 5.1, da bräuchte ich ja. Einer dort. Oh, es sind zwei. Okay, jetzt können wir machen, was immer du willst. Oh, die Skeptiker haben wohl gerade Urlaub. Da ist einer drauf, da ist einer drauf. Buona Suka. Easy. Nee, die Frage ist jetzt ein bisschen. Wenn ich das hier abgebe, nämlich, habe ich Redshop Part 2. Der ist halt auch easy. Das ist ja nur dieses, auf diese Insel gehen und diesen Tisch da finden. Da gibt 0,03. Mhm. Oder wir machen Revision. Für 0,03 und machen danach die anderen Trader. Das ist schwierig. Was ich halt spannend finde bei der Generation, das machen die eigentlich in ihrer Rente. Also wenn du halt nicht ein super erfolgreicher Streamer bist, hoffe ich, dass du noch eine Arbeit hast nebenbei. Da musst du aufpassen. Wir machen dann React-Videos. Also wir können hier unten durch, dann können wir auf der anderen Seite raus. Ja, also wollen wir einfach rüberrennen. Ich müsste halt in die große Halle, weißt du, die, ja, wo du den speziellen Key brauchst. Das hat so verflucht risky, ne? Wenn uns hier einer sieht, sind wir so dead. So richtig einladend mit den ganzen dunklen, schwarzen Fenstern hier, ne? Mhm. Hinter jedem Fenster vier Spieler? Ja, theoretisch möglich. Oh. Sind Scavs, ne? Weiter, ja. weiter. Beschissener Ort. Ganz, ganz schlechter Ort, um zu halten. Hier ist gut, hier ist chillig. Also der Ort hier, das Trauma erlebt hoch 10. Ja, vor allem in dem Raum hier. Ja, wie oft ich hier so verzweifelte Fights hatte, wo irgendwie zwei Leute da einfach standen und auf mich gewartet haben, weißt du, im Grunde. Aber hier hatte ich auch einen geilen Fight, wo ich zwei richtig dicke Boys mit einer Red Rebel gekillt habe, also mit der Pickaxe. Mhm. Weil die waren so nervös, dass der eine hat gewifft, dann habe ich ihn mit der Pickaxe voll in die Fresse gehauen, fällt da um, nehme seinen Gear und er schießt seinen Mate. Und das Beste an der ganzen Sache war, dass die mich vorher noch getrashtalkt haben, weißt du? Oh, das hat sich so gut angefühlt. Ich liebe es, wenn Leute mich trashtalken und danach verkacken. Den Tango habe ich schon. Den hast du? Den Tango. Den habe ich schon, ja. Den schwersten hat er einfach schon, oder? Ja, den habe ich schon. Hast du den Richtung Raider? Morgen, deswegen. Ich habe keine Ahnung. Easy, jetzt hier müssen wir wieder rüber rennen, ne? Mhm. Einfach hoffen, dass keiner Shooter Born macht. Passiert nichts Gutes. An jedem Tag. Ah, warte, ich könnte gleich noch gucken wegen SAS Drive hier drin, ne? Habe ich schon eine Daily. Ich glaube, in Kombination mit dem SAS Drive wäre das dann schon fertig. Hier kurz zu gucken, vielleicht haben wir ja übles Glück. Auf Reserve, Revision. Aber wir müssen wieder zurück zum Bunker. Wahrscheinlich hast du die.
müssten relativ safe sein vor Snibbies. Oh, Moment. Scheiß Scav, Alter. Das ist ein Scav, bist du sicher? Ein Scav, ja, der hat gemumbled. Bei mir hat er kein Wort gesagt. Der hat jetzt erst, aber ja, er ist tot. Okay. Ja, das Mumblen haben sie ja brutal genervt, ne? Also genervt, einfach leiser gemacht. Ist er echt leise jetzt. Ich find's angenehm, wenn du überlegst, dir fallen, nimmst du die Ohren weg. Ja, selber wenn du was sagst, ja, aber ich finde halt, eben, Scavs, du überhörst die halt übelst schnell. Und das ist halt irgendwie angenehm, dass halt, wenn du irgendwo hinrennst und angenommen, du hättest halt einen Scav überhört, dass du dann wenigstens noch kurz das Walli-Walli, wo ist? Ja, genau, das hier. Dass du das noch kurz hörst, bevor du den Headshot fängst. Einer ist tot. So, ist der hier tot? Der ist tot. Schön. Vielleicht ist hier ein UFC. Oh mein Gott. Holy shit. Hier ist einfach ein Scav, ne? Indo und Steps, glaube ich. Ja. Dort. Ui. Da schießt was von. Ne, nicht pieken. Da schießt was aus dem Haus. Scheiß drauf, das können Spieler sein. Können wir nicht pieken. Wir sehen nur schwarze Fenster. Lass aber weg. Okay. Lass einfach hinten weg Richtung Train. Scheiß drauf, ich piek das nicht. Wir sehen nur schwarze Leere und der sieht uns halt perfekt. Also. Kein Bock. Also wenn du erst nur so brauchst, ich habe jede Menge. Ich hab mich gerade gefühlt, das ist alles gut. Okay, also ich müsste jetzt noch die Exits ablaufen in D2. Alles klar. Ja, dann können wir machen. Easy. Ach du meinst Blackporn und King und sowas. Ich muss jetzt einfach alle diese Eingänge ablaufen. Die Bunker, ja, das geht. Ja. Die Chance ist gut, dass keiner mehr da ist, ich meine, ne? Genug Zeit vergangen, es ist Late Wipe, die Leute interessieren sich in der Regel nicht für längere Raids, die gehen rein, ballern, gehen wieder raus. Das Safe ist safe, Propital geht rein, doink. Mach ich mit, ja, auch Propital. Okay, dann let's... Alter, weißt du, wie gut ein Splint auf dem Account ist? Dankeschön. Sheesh. Das ist so, weißt du, auf dem Main oder so, sagst du ein Splint, der kann da aber immer der Arsch retten, wenn du dabei hast. Aber auf dem Account ist ein Splint einfach Gott hier. Du kannst ihn nicht traden. Ah, durchs Wasser sackt so richtig hart, ne? Aber das Wasser scheint mir extrem leise im Vergleich. Ich hab das laut in Erinnerung. Ja, wenn du durchrennst, ist es wahrscheinlich lauter. Allgemein lauter. So, den haben wir auch. Ich muss ja da lang. Aber es gibt halt solche Raids und solche Raids, ne? Ich meine, guck mal, hier waren die schon, die sind über Blut und so. Oh, der hat ein Headset liegen lassen. Ich warte hin im Eck auf dich, wo es runter geht. Okay. Aber die haben Sachen liegen lassen? Die nehme ich mit Handkuss. Ja, aber ein scheiß Headset ist besser als kein Headset, ne? Plus die Maske, die er liegen hat lassen, ist eine halbe... einen halben Helm. Also der blaue Unterhelm sind zwei von den Masken. Mhm. Mein normaler Mensch würde den wahrscheinlich niemals anziehen, aber ich bin verzweifelt, ich bin ja vom Hardcore, ich ziehe an, was ich kann. Wenn es einen Müllsack geben würde, der Rüstungsklasse 3 hat, ich würde ihn anziehen. Ich wie im MMO alles anziehen, was irgendwie Armor hat. Nee, also, ich alles ziehe ich an. Sobald es irgendwelche Stats hat, ziehe ich das Ding an. So. Nice, ey. 3 Missions gemacht. Cool. Easy. Hey, Fox, moin. Ja, ein bisschen Vitality gelevelt. Alter, jetzt hagelt's. Revision. Wenn ich jetzt ein SAS finde, ist er fertig. Dann müssen wir die anderen Missions gar nicht machen. Dann, Prapor. Ich habe ich zwar schon fertig, aber why not? Boom. Brapor noch mehr Rap. Immer mehr. Oh, Mechanic. Boom. Noch mehr.
Ey, so viel Rap. Und ich krieg für die Mission irgendwie 200 Schuss Warmage. Wow. Also, ich müsste Streets gehen. Oh ja. Ein Traum. Hast du Bock, oder? Mhm. Also, was muss ich nochmal machen? Ach stimmt, ich muss in die Mitte. Toll. Da wo... Ja, ich muss zum Scav-Camp. Schön in die Mitte stehen. Super. Mhm. Ich muss Broadcast Part 2 machen, ja. Ja, das sowieso, aber ich meine, ich muss halt auch da diesen, in die Mitte dieser Kreuzung. Ich muss kurz Thumb recovern, sonst schaffe ich das nicht. Ich möchte da nicht hin. Ja, Streets hat übelst viele Scavs, das ist einzig gut an der Map. Nämlich? Oh, krass. Also ich muss da kurz, oh mein Gott. Gott. Schießt da ein Sniper-Scav auf uns noch? Der ist am MG oben! Oh, du Scheiße! Alter, aber sonst geht's dir gut, oder was? Ey, ich hab zu wenig Muni für den ganzen Käse hier. Wie viele Scavs sind denn da? Ich bin ja richtig begeistert. Ja, ich hab auch nicht viele FPS, aber irgendwie noch... Wir haben etwa gleich viele Scavs wie FPS, habe ich gerade das Gefühl. Ist sehr gut. The fuck, Alter? Okay. Das ist ein Spieler von da, wo wir herkamen. Hau ab. Ja. Oben Spieler. Ja. Vor uns irgendwo. Muss kurz meinen Magen machen. Hier sind viele. Hier sind einige. Links in dem blauen Container seiner. Okay, folgender Plan. Komm mal zu mir hier rüber. Ich bleib hier im Durchgang stehen und guck mal, ob du rüber kommst. Komm zu mir. Wir rennen jetzt hier rechts an die Wand. Und immer die Augen nach links, dass wir den Spieler sehen. Hab ihn. Unten ist einer drin, ist tot. Okay. Dann ist noch der rumhüpft. Der rumhüpft, lebt noch, nicht looten. Nein, ich blute. Okay, ich halte, solange du hörst. Heißt, einer ist noch in der Haupthalle. Bist du ready? Ja, mein Arm ist schon. Ich muss hier rein, ich wäre froh, wenn du halten kannst. Ja, ich muss hier das Item holen für Therapist. In der. Du musst nicht reinkommen, ne? Einfach draußen bleiben. Einfach so, dass ich wieder rauskomme, nicht, dass dann einer hier sitzt und mich hält. Das wäre scheiße. Okay. Hat einfach eine fette RFB, ey. Scheiße, du weißt auch nicht, wo das Teil ist, ne? Ne. Ich müsste ja sehen, es müsste so ein weißer Punkt auftauchen, wenn ich in der Nähe bin. Eine Ewigkeit später. Oh mein Gott, es ist unterm Bett. Hoppala. Mein Charakter so übelst stuck. So, wir müssen in die grüne Halle. Easy, let's go. Da ist nämlich die Kamera, die wir brauchen. Hier ist doch die Cam. Da, hinterm Laden. Hä, zählt das nicht? Das ist doch die Cam, ja genau. Ah, du musst hier rein, okay. Ja, Vitality. Du. Hast du gerade wie geschossen? Ja, Vitality. Wichtiger Skill, Buko. So, bist du ready? Boom! Peacekeeper ist fertig! Surveillance Spot on Speed of Tarkov. Dass ich Peacekeeper fähig kriege. Hätte ich nie gedacht. Für Ragman müsste ich entweder Interchange oder Woods. Oh well, dann gehen wir was Mark noch Woods. Sonst noch was? Oh mein Gott, ich hätte fast das Ding nicht abgegeben bei Therapist. Alloy Beams 1-1 Idiot.
So, oh geil, wir spawnen direkt neben dem ersten Ding, was ich marken muss. Also tschüssi. Easy. Ja, warte mal. Ist das nicht sogar der Stein, wo das dran ist? Ja, Tatsache. Zeug. Hier ist Loot. Genau, das andere. Ah, ich weiß, wo der Rest ist. Cool, cool. Ah, dummerweise echt das Einzige, was ich auf Wurz habe. Ja, lass mal eine chillige Route laufen, dass wir möglichst... weil du musst halt überleben, du darfst... Also, ja, du darfst halt nicht mal angeschossen werden, ne? Plus 3 Scavs, also. Am Anfang. Mann, nimm mal die Nase. Wahrscheinlich kommst du zu spät an. Ja, wahrscheinlich. Ist alles schon weg, ey. Weggeslurpt, Alter. Kirby war schon da. Es gibt so ein lustiges Meme. Ich meine, mit Kirby. Du siehst so, Kirby geht zum Arzt, ne? Ja. Yeah. Und dann untersucht der Arzt Kirby, hält ihm halt so diesen Holzklopf in den Mund und sagt, so, und jetzt öffnen sie den Mund und sagen sie laut A. Ah. Und im nächsten Bild siehst du so Kirby mit einem Arztmütze und dem Stethoskop um den Hals aus dem Zimmer kommen. Der Nächste! Kirby halt. Einfach den Arzt gefressen. Es gibt eine Firma, die Kirby heißt, die macht Staubsauger, aber es ist übelst treffend, nicht? Ist doch übelst treffend. Die Firma Kirby macht Staubsauger. Ah, oh, da hat 100 pro jemand einen Airdrop geholt, der kommt viel zu früh. Aber jemand Shooter Born machen. Das wird doch unten rechts angezeigt, oder? Oh, warte, warte, der schießt nicht auf mich, da ist ein Scaff an der Wand! Ah! Hast du? Hab ihn. Ich war erst besorgt, dass er auf mich schießt, aber... Ja, ich hab nur 3 Schuss, dann eine 5 oder so rausgedübelt. Ein paar tausend Rubel für ein Scaff, als kommt. Aber egal, ich brauche, was ich habe auf dem Account. Ich meine, ich zocke schon so ewig, damit sie eigentlich taub wenn es alles zu laut gewesen wäre. Na gut, das merkst du ja nicht, ne? Und ich höre halt auch wirklich gut eigentlich tatsächlich. Ja, aber wie weißt du das? Müsstest du ja fast einen Hörtest machen, halt damit du... Ich krieg halt auch also so leise Sachen mit. Also im echten Leben, sagen wir mal so. Ich frag mich halt immer, wenn du zu laut zockst, wie kriegst du mit, dass du zu laut zockst, weißt du? Ich muss Scav unter Influence von irgendeinem Stat oder so töten, aber das habe ich eh nicht, ja gut. Ja, keine Ahnung, was wirst du denn machen? Gehen wir Bridge ich raus? Ich brauche noch 2 Scavies. Ne? Also, die finden ne? Was safe in dem, wer ist das Dörfchen da? Ich hoffe halt, keiner nimmt das Taxi hier. Aber bisher sieht's gut aus. Und wir brauchen noch 2 Scavs für dich da. Müssen wir mal gucken, ob die da sind. Ah, und und es darf halt keiner hier irgendwo snipen. Oh! Warum call ich es auch? Er ist irgendwo am Stein, keine Ahnung. Hab nicht gesehen. So, hier ist die Public Page. 41 Leute haben sich eingetragen. Zu gewinnen gibt es Headset Bliert. Das Headset gewonnen im heutigen Giveaway hat eine Person aus der Community. Ich liebe das, ohne Scheiß. Irgendwie das Ganze in die Länge ziehen. Ich habe mich immer im Fernsehen gefragt, wo Leute das machen, aber jetzt, wo ich es selber machen kann, ist richtig geil, ey. Kann ich das nicht vorstellen, ne? Aber okay, let's go. Gewonnen hat! Alex. Babam, babam. So. Aber es neigt sich echt am Ende, die Hardcore-Reihe. Holy shit, geht plötzlich schnell. Aber danach wird echt tricky mit den Missions. Also, Rackman sind eben diese 2 Bücher oder so. Dann habe ich echt alle Missions durch, die irgendwie map-spezifisch sind. Danach müssen wir halt einfach grinden, leveln und hoffen, dass ich die Dinger finde, die ich halt so brauche. Aber da sind wir eigentlich durch. Mit Missions. Crazy, cool. Ey. Holy shit. Wir sind so nah am Ende der Hardcore-Reihe. Holy shit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das am Ende doch so schnell durchkriegen. Hinter uns, ne? Auf der Straße rennt was. Und Silent im Fortress. Ich halt hier die
Mhm. Ah, ja. Das ist richtig, glaube ich. Ja, ich sehe den Spieler. Ich sehe zwei Spieler hier. Cool. Wenn er still bleibt, habe ich einen Shooter born. Ich glaube nicht, dass der stillhält. Nee. Schade. Der kommt richtig nicht um die Ecke oder raut er sich nicht? Weiß nicht, was Rischala macht. Wo ist denn da bei dir? Der ist rechts an der Hauptstraße bei mir. Ich bin immer noch. Hm? Oh mein Gott, ja. Ich hab Spieler gewesen. Nee, die pushen. Das sind seine Boys. Der Item ist, glaube ich, tot. Die können jetzt nein, Vorsicht. Das ist richtig schlecht, wir müssen hier weg. Komm bitte zum blauen Zaun. Das Ding ist, wenn wir jetzt lernen machen, das sind Spieler bei der Garage. Wir werden so richtig gepinnt sein gleich. Okay. Wir können später wiederkommen, wenn wir wollen, aber gerade jetzt können wir die nicht fighten. Das sind zwei dicke Spieler in der Garage, wenn die Lärm hören, kommen die her. Dann haben wir keinen Exit mehr. Also selbst wenn wir Rishi killen, werden wir sterben danach. Oh. Habe ich gerade nicht so Bock drauf, das Gear also habe ich nicht so oft. Die fressen, der Stimme ist jetzt fast tot sein, glaube ich. Oh, da war ein Step vor mir. Ach du Scheiße, habe ich ja, mich erschrocken. Tot. Warum? Einen hab ich. Aber tschüss, dass Spieler von hinten kommen. Wenn er rüberhüpfen und ihn looten. Do it. Da ist eine gute Waffe vielleicht. Da ist oben drauf. Achtet. Ui. Ich hoffe, der hat noch einen Painkiller. Nee, hat leider auch nichts. Muss ich reingehen und looten. Aber der denkt immer noch, ich bin da hinten. Sehr schön. Er hat nicht gecheckt, dass ich da bin. Vielleicht finde ich unten einen Painkiller. Das wäre richtig geil. Hier ist kein Painkiller, Buku. Hier sind nur Mats drinne. No. Scheiße. Aber deswegen feiere ich die Mosin, Du kannst sie zu jeder Zeit spielen, das war mit der Billo-Ammo, ne? Mhm. Die kannst du halt immer spielen und die dübelt. Was jetzt noch spannend wird, ob er Stream sniped. Oh. No fucking way, ist es an seinem Helm abgeprallt? No, oder habe ich daneben geschossen? Oh. Ja, ich hatte so ein kleines Zeitfenster, ich wollte es halt probieren. Aber ich habe was Gelbes gesehen beim Schuss. Das
könnte ein Abpraller gewesen sein. Oh no. Ich habe halt ein bisschen die Frage, was der Typ jetzt machte. Weil der sitzt halt immer noch da oben. Ach, lieber Tag of God, lass dein Exit offen sein. Ich möchte raus. Macht dir der Hardcore kommt mehr Spaß als der normale? Alles komm, gleichzeitig und sofort. Kommt drauf an. Ich humpel zum Exit. Aber was ich behaupten würde, ist so ein bisschen, dass in dem Wipe bin ich wahrscheinlich charakterlich am meisten gewachsen an Tarkov. Ah, ja. Weil es war so für mich die Phase, wo die Honeymoon-Phase war vorbei. Weißt du? Am Anfang ist alles neu, dann macht Tarkov eh Bock, egal wie es ist. Amore. Aber irgendwann ist die Honeymoon-Phase vorbei und es ist halt nicht mehr alles neu und dann fucken dich gewisse Sachen richtig hart ab bis zum Punkt, wo du auf keinen Bock mehr hast. So war es bei mir den Wipe wirklich schlimm. Aber ich denke, ich habe jetzt so meinen Weg gefunden, wie ich Tarkov in Zukunft zocken werde. Sagen, es wird nicht immer alles rosig sein, aber es wird auch nicht mehr irgendwie voll negativ sein. Mal gut, mal schlecht, ne? So wie gesagt ist. Okay, ich bin beim Exit. Easy, sag ich doch. Mhm. Wie lange habe ich jetzt gebraucht, um dahin zu humpeln? Ja. Reden wir nicht drüber. Wenn ihr in der Zwischenzeit mehr sehen wollt, ihr wisst Bescheid. Link zum Highlight-Channel in der Beschreibung. Und falls noch nicht, unterstützt das Ganze doch gerne mit einem Daumen nach oben, abonnieren für mehr und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.